Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier diese Woche bei Die Sims 3. Ich bin immer noch am Einrichten. Ich meine, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon Stühle dazu geholt in gelblicher Farbe. Dann hier die Fliesen noch ein bisschen eingefärbt halt und ja, den Dingsbums da, den habe ich da immer noch nicht gefunden. Aber das macht ja auch nicht sonderlich viel aus. So. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns hier einen Schreibtisch hin. Einen recht günstigen. Der gefällt mir eigentlich. Der ist dann auch einfach gebeizt. So. Aufgrund dessen, weil hier sonst relativ viel dunkel ist, wenn wir hier einfach hellere Möbel nehmen. Sehr helle Möbel. Warte mal, das hier kriegt auch so eine gelbliche Farbe, genau. Und das Metall wird umgewandelt in Holz. Genau. Nein, nicht du, sondern das hier. Das darf gerne hier im Holzstil bleiben, alles. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Effekt so zusammenbekomme, wie ich mir eigentlich vorstelle, aber das werde ich dann schlussendlich irgendwann am Ende sehen. So, wir haben hier einen gelben Laptop einfach. Gut, dann brauchen wir noch, warte mal, wir haben hier Licht, gell? Licht, Licht, Licht. Hier darf gern ein Licht hin und da darf auch gerne ein Licht hin. Gut, dann gehe ich jetzt trotzdem mal zu den Schlafzimmern über. Und überleg mir mal hier, welches. Ich meine, ich werde eh hier ein bisschen mit der Family ein bisschen spielen. Weiterspielen. Muss ich sagen. Auto, ja. Mal gucken, ob sich, was sich alles ausgeht. Ich meine, es wäre schön, wenn sich einiges ausgehen würde, aber gut. Was nicht ist, ist nicht, gell? So, Junge, du kriegst hier einen Stehspiegel. Okay, der ist relativ teuer, aber ist wurscht. Dann hast du hier, du kriegst natürlich ein Doppelbett. Teenager brauchen unbedingt ein Doppelbett. 1700 Simoleons, Energie 5. Energie 8. Puh. Was haben wir hier? Energie 8, Energie 8. Das würde mir besser gefallen. Das kostet halt Unmengen von Geld schon, gell? Was ist mit dem? Aber haben wir eigentlich Betten von einfach tierisch? Mal gucken. Ja, wir haben Betten. Das ist aber nicht einfach tierisch, oder? Doch. Ja, dann würde ich mal sagen, du nimmst einfach gleich das hier. In Rot. Farbe ändern. Hier könnten wir ja sowas nehmen. Genau. Dann das hier. Oh mein Gott, das ist zu grell. Das nehmen wir so in der Farbe. Und hier hätte ich mir eigentlich wieder gedacht, so ein Holzding. Warte mal, Holz. Holz, Holz, Holz. Stolz auf Holz. So ein Holz. Und hier dann auch nochmal so ein Holz. Wobei, warte mal, welche Farbe hat denn hier eigentlich der liebe, wie heißt er nochmal gleich? Julius. Julius, welche Lieblingsfarbe hast du? Du hast die weiß, du hast blau. Oh, und du hast Veilchenblau, toll. Was zur Hölle ist Veilchenblau? Alter. Okay, wir müssen hier dann nochmal rein. Okay, du hast Blau als Lieblingsfarbe. Das heißt, wir ändern das jetzt nochmal in Blau. Ja, das ist nicht so schlecht. Mach mal das so, oder? Dann hast du dein Blau nämlich drin. Und das werden wir jetzt einfach nochmal kopieren. Ja.
Und du hast im Prinzip eh schon dein Weiß drin und du möchtest ein Veilchenblau haben. What the hell? Was ist das denn nur wieder für eine Farbe? Vor allem dieses Blau passt mir gar nicht dazu. Lass mal das so. Dann hat sie nämlich ihr Weiß und er sein Veilchenblau. Genau. So, dann haben wir hier noch Tische. Beistelltische. In natürlich wieder einer anderen Farbe, bitte. Das passt schon. So, so. Ich meine, wir müssen doch bitte alle. Hoppala. Wir müssen doch bitte alle irgendwie glücklich machen, würde ich mal sagen, oder? Hallo? Okay. Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? Hallo? Okay, es geht gerade nichts. Dann lassen wir das einfach. Dann lassen wir das einfach. Gelb wünscht sich eigentlich keiner so wirklich. Wir haben Blau, Weiß und Veilchenblau. Haha. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Der Schreibtisch kommt jetzt hier auch nochmal hin. Der hier kommt jetzt auch nochmal hier hin. Und der Laptop kommt auch hier hin. Dann werden wir die Farbe ändern in Blau. In dieses Blau. Und hier werden wir auch die Farbe ändern in dieses Blau. Dann hat er sein blaues Ding drinnen. Und dann brauchen wir eigentlich noch. Hehe. Ja, so eine Kommode wäre halt nicht schlecht, gell? Kommode, Kommode. Das ist halt recht hoch. Vor allem kommen die da noch durch. Ich weiß es nicht. Egal, was ich anfange, ist es immer irgendwie zu klein. Die Kommode, warte mal, den Spiegel. Die Kommode kann ich ja da hinsetzen. Das Holz darf gerne so bleiben. Weil den Spiegel kann ich ja da auch noch hinsetzen. So, dann ist der halt ein bisschen im Fensterbereich, aber wen kümmert's? Wen kümmert's, gell? Eigentlich eh keinen. So, Handy hat eh jeder, Telefon braucht man nicht. Pflanzen? Brauchen wir Pflanzen? Ich weiß nicht, irgendwie zur Dekoration wäre es nicht schlecht, ja, wenn wir hier die ein oder andere Pflanze noch dazustellen könnten. So, die hier zum Beispiel. Wobei, da könnten wir eine größere auch hinsetzen, ne? Die könnten wir so hinsetzen. Haha. So, okay. Zum Beispiel, weil dann haben wir unser Büro ein bisschen abgeschottet wenigstens. Dann brauchen wir noch, warte mal, wir haben jetzt. Genau, warte. So, da haben wir alles, gell? Brauchen wir auch noch einen Spiegel? Nee, warte mal, ihr kriegt einen anderen, ihr bekommt einen anderen Spiegel. Und zwar einen länglichen. Das wäre eh der 300. 300 ist vollkommen wurscht, welchen ihr nehmt. So, ihr könnt da einen Spiegel haben und dann kriegt ihr natürlich hier Pflanzen rein. Oder eine Pflanze zumindest. Also das mit dem Dekorieren, das kann ich nicht so gut, gell? Ich weiß nicht, wem das schon aufgefallen ist, aber ich bin nicht gar so gut im Dekorieren. Genau. Ihr kriegt sowas. Vor allem, ich bilde mir mal ein, Pflanzen zu haben, die ich dann entweder nicht finde oder gar nicht habe. Das ist so mädchenhaft. Das ist auch so mädchenhaft. Genau, wir setzen dir sowas hier Oh, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Hey, voll. Ja, warum nicht? Gerne neben die Tür oder so. Wir haben Efeu. Dann haben wir irgendein Gras. Echt? Ich hab hier nichts?
Ah, das ist dieser komische, genau, das ist das. Ah, warte mal, ist das das, was ich suche die ganze Zeit? Hallo? 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 Nein, das ist es auch nicht. Nein. Nein, das ist viel zu klein. Das? Was mache ich denn? So, sorry, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Tut mir leid. So, warte mal, jetzt bin ich hier im falschen Zimmer. Ich wollte ja hier eigentlich was hinstellen. Ja, anscheinbar kann ich das nur dann hinstellen, wenn ich das hier rübersetze. Und dann ist das aber auch voll wenig. Und nicht unbedingt das, was ich eigentlich wollte, weil suchen tue ich was ganz anderes, weil dann könnte ich das hier nämlich auch hinstellen. Das würde mir sogar besser gefallen, weil das heller ist. So, dann kann ich das hier nämlich noch ändern. In gebeizt und gebeizt. Das ist eh re relativ hell eigentlich. Aber mal gucken, was ich danach an Farben ändern kann. Ne, eh nur den Stein, ja. So. Aber hier könnte ich vielleicht noch andere Pflanzen hinhängen, gell? Aha, okay, wir haben hier. Nee, warte mal, das können wir hier hinsetzen. Das ist so eine Büropflanze oder so, gell? Eigentlich wollte ich hier so eine Seitenpflanze haben. Die hängt auch runter. Was? Dave's Blumentopf? Aha, okay. Okay. Nein. Das darf gerne so bleiben, wie es ist. Aber das. Nein, warte mal. Das hier möchte ich ändern. Genau. Das möchte ich ändern. Die Pflanze darf ruhig grün bleiben. Das ist richtig wichtig. So, wir werden jetzt erstmal hier das Wohnzimmer noch gestalten. Wie gestalten wir denn das Wohnzimmer? Erstmal einen Fernseher. Nee, erstmal eine Dreier-Couch, eine voll gemütliche. Eine voll gemütliche Dreier-Couch. Ja, die schaut eigentlich recht bequem aus, gell? Dann 1300 Simoleons. Bist du deppert. So, von welchem Addon habe ich die jetzt raus? Weil ich möchte ja doch das, was ich nehme, wenigstens gleich belassen. Das heißt, ich nehme jetzt das hier. So. So, so, so. Okay. Dann kann ich jetzt erstmal. Nee, okay, das geht eh nicht. Das muss ich jetzt erstmal so belassen und so, so. So. So, irgendwie. Ja, dass wir hier so einen großen Kreis irgendwie haben, weil es soll einfach gemütlich bleiben. So, gemütlich bleiben. Gemütlich bleiben. So, dann haben wir einen Tisch dazu, einen passenden Tisch. Haben wir sowas? Mit Glas. Würde passen, aber wir müssen ihn beizen. So, den Tisch einmal gebeizt, dann brauchen wir natürlich einen Fernseher. Der muss jetzt aber nicht unbedingt von diesem Addon sein, sondern wir nehmen alle. Die Kinoleinwand haben, können wir uns leider nicht mehr leisten. 23.000, Alter.
XXL, das können wir nicht mal so nehmen. Okay, warte mal, dann werden wir eh noch ein bisschen mehr sparen und sagen, hier lernen wir im Prinzip eh alles. Dich stellen wir mal hier hin. Spielekonsolen, keine Ahnung. Warte. So. So. Was haben wir denn hier für Farben? Dann nehmen wir das hier so, oder? Nee, ich muss hier alles so machen. Was ist das hier? Ah, okay, die Dinger sind das. Die dürfen ruhig schwarz sein. Das passt. Oder grau halt. Das passt dann schon. Gut, dann haben wir das hier. Und dann möchte ich aber gerne. Möchte ich noch eine Spielekonsole haben? Brauche ich eine Spielekonsole? Videowirbel. Was ist das? Spaß 8. In weiß. In grau. Was ist das jetzt? Konsole 7. Ein Spielesimulator, 750 Simoleons, 900 Simoleons. Sim-Live-Brille. ja, was ist das hier? Spaß 8. Wir werden einfach das hier nehmen. Okay, das kann ich da nicht draufstellen. Ist natürlich blöd, dann müssen wir das in weiß nehmen. Und die Frage ist, ob das hier eigentlich noch funktioniert oder ob das schon wieder zu weit weg ist dann. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine Stereoanlage. Irgendwie so ein bisschen. Karaoke? Hm? Ja, nein, vielleicht. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Fenster noch machen. So. So, so. So, so. So. So, genau. Und dann ist halt noch die große Frage, wollen wir dann eigentlich noch, warte mal, wollen wir eigentlich noch ein, wir wollten doch eigentlich noch ein Auto haben, oder? Wir können uns kein Auto mehr leisten. Nehmen wir ein grünes Haus. Nee, es gefällt mir nicht. Ein gelbes Haus. Nee. Vor allem, ich hätte hier gern ein Dach auch drüber über das Pferdeding. Aber das Witz ist so witzig. Warte mal, habe ich den Cheat jetzt an? Nein, off. Okay. Dann Handtool. Das ist halt schon irgendwie kacke. Warte mal, kann ich den eigentlich. Nee, nee, warte mal, nicht farblich ändern, sondern. Wenn ich die da unten hinstelle, gell? Weil man kann nicht die, die kann ich doch größer auch noch machen, oder? Dann kann ich nicht den nehmen. Okay, ich muss irgendeinen nehmen, den ich größer machen auch kann. Und wo ich sagen kann, ey Junge, du sollst. WTF. Okay, wir lassen das. Wir lassen das. Ich brauche jetzt erstmal hier ein Dach. Und zwar ein Dach. Ein Dach. Welches Dach denn? Ich weiß schon, was ich hier brauche eigentlich. Ich brauche jetzt erstmal einen Stipfel, den ich hier hinstellen kann. Und sagen kann, ey Leute, ich muss hier Dächer tragen. Alter. Das ist richtig anstrengend gerade. Warte. Eins hoch.
So, 3 und 3. Okay. So, wir wollen nämlich haben, dass das Dach... Wie wollen wir denn das Dach eigentlich haben? Das soll auf alle Fälle mal hier so lang gehen. Nee, das will ich eigentlich nicht. Warte. Retour. Das Dach darf gerne etwas niedriger sein. Oh, warte mal. Das ist ja wieder so recht kompliziert zu machen, gell? Warte, ist es dann da wieder offen? Okay. Ich hätte gerne das so. So. Dann... Keine Ahnung wie. Das ist zum Beispiel jetzt eh schon wieder falsch. So. Und da hätte ich gerne... Seht ihr, das geht schon wieder nicht. So. Weil hier möchte ich nämlich zum Beispiel gerne haben, dass es höher ist. Und das hier sollte niedriger sein, weil das muss dann nämlich reingehen. Ja. Ich bin zu doof zum Häuser, aber also zum Dächer machen. Ich bin für alles zu doof. Wie mache ich denn das am besten? Weil, achso, warte mal. So. Achso, das muss. Eventuell sollte ich das gerade Dach nehmen. Das Problem ist, warte mal, ich brauche irgendwas anderes. Was haben wir denn noch für Dächer? Wir haben doch noch. Genau, so ein Dach. Das passt aber auch nicht zusammen. Das passt ein Scheißdreck zusammen. Also Dächer hier konstruieren, das ist ziemlich mies. Das ist ziemlich mies, weil jetzt muss ich erstmal hier gucken. Zum Beispiel, dass das so ist. Dann muss ich hier gucken, dass es so ist. So. Dann, keine Ahnung. So, irgendwie. Do. Dann das hier, keine Ahnung. So, irgendwie. Das hier dann aber nach oben ziehen oder so, keine Ahnung. Nee, es geht schon wieder nicht. Ja, das zum Beispiel geht schon wieder nicht mehr. Das funktioniert nicht so. Nee, dann kann ich eigentlich nur sagen, liebes Dach. Wir müssen dich... Oh, warte. Wir müssen dich mal ändern hier. So. Liebes Dach, du musst so gehen. Und so gehen. Nein. So. Aha, und du bist dann eh wieder zu niedrig. So, okay, dann seid ihr dann, haha, liebes Dach, dann bist du mal fertig, gell? Mhm. Und dann, okay, das ist dann, das war ziemlich mies hier. Dann kann ich nämlich nur sagen, Leute, es geht dann hier noch weiter irgendwie. Fragt mich nur noch nicht wie, weil ich habe keine Ahnung. Warte. So.
Dann kann ich das hier nämlich nach oben ziehen. Jetzt so. Oder? Vielleicht? Weiß nicht. Eventuell habe ich das auch ein bisschen zu lang gemacht. So. Ja, es wäre halt cool, wenn das irgendwie so flüssig weitergehen würde. Also, Dächer bauen ist nicht unbedingt leicht, gell? Okay, das wäre eh eingeschalten. So, warte mal. Wir brauchen jetzt hier einmal ein Dach. Ja, das muss weiter rausgehen. Hoppala. Das muss weiter rausgehen. Die Frage ist nur, muss das jetzt so groß sein, wie das Haus hier ist, oder was? So. Warte mal, wenn ich das jetzt hochziehe, dann schaut das so aus. Ja, liebe Leute, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich werde hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, in der ich dann entweder noch weiter bauen werde oder ich das Ganze dann schon erledigt habe. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, das kann ich so aber auch nicht machen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, bis dahin würde ich aber sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich in einer weiteren Folge wieder, hier bei The Sims 3. Wie gesagt, wo ich dann hoffe, dass ich hier die ganzen Dächer auch schon erledigt habe und vielleicht auch fertig aufgebaut habe und so weiter und so fort. Und das passt schon wieder nicht, aber ich glaube, mit dem würde ich es besser zusammenbekommen, wie ich mir das vorstelle. Gut, ja, ich verabschiede mich jetzt hier und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Baba!